So, Leute. Wieder zurück bei Outlast. Wir haben ein paar Schreie hier gehört und Feuer und was weiß ich was, als würden Leute massakriert werden. Oh Gott. Was war denn das? Der hatte eine Taschenlampe, oder? Aber wenn ich mir die klauen könnte. Gehen wir mal hier schnell rein. Oh nein. Sie müssen keine Angst vor mir haben. Ich sehe, dass wir uns ähneln. Sie wissen noch, was real ist. Oh gut. Tust du auch nicht nur so? Der Doktor ist tot, das wissen Sie, oder? Dr. Wernicke tot, bevor er überhaupt anfing, hier zu arbeiten. Welche Experimente führt ein toter Doktor an lebenden Patienten durch? Das ist hier die Frage. Das ist allerdings eine gute Frage. Oh, das war kein Eintrag wert. Okay, mal gucken. Das ist ein Eintrag wert, der Stein? Die Patienten wissen, ah ne, doch nicht, dass Dr. Wernicke tot ist. Einer fragte mich, welche Experimente führt ein toter Doktor an lebenden Patienten durch? Was ist Projekt Wallrider? Wüsste ich auch gern. Ist da nicht gerade ein Typ durchgegangen? Zwei Batterien! Oh. Als ob das Spiel immer genau wüsste, wie viele Batterien wir brauchen. Das ist der Wahnsinn. Gut, okay, wir machen das hier zu. Gut ausbalanciert hier. Also bisher war es noch nie, wir mussten noch nie ohne Batterie auskommen bisher. Das ist ganz cool. Das gefällt mir. Okay, was ist denn hier? Nix sonst? Was machst du hier? Einfach nur dort schlafen und... Okay. Komm, weißt du was? Lassen wir ihn. Es ist seine Entscheidung. Wenn er das so möchte. Ich würde ihn gerne mit mir mitnehmen als Kompan. Oh, schon wieder gespeichert. Weil, oh, das Blut, das Wasser voller Blut. Female Ward, Male Ward. Das Wasser fließt in welche Richtung? Kann man nicht so gut abschätzen. Aber es sieht aus, als ob es in die Richtung fließt. Gehen wir mal der Quelle auf. Boah! Gehen wir mal der Quelle auf den Grund. Von wo, ist das draußen? Wirft einer von draußen Leichen rein? Warum können wir nicht da... hoch, irgendwie eine Leiter bauen aus Brettern oder so. Oh mein Gott, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Ist das sauberes Wasser? Komm, wir duschen mal ein bisschen. Grrrk. Bah, wahrscheinlich voller Fäkalien. Därme. Wo kommt das? Wo kommen die Gedärme her? Wieso hängen die da so? Das ist... Nee, nur eine Tüte. Okay, aber ich glaube, wir folgen der Blutspur, oder? Was ja unsere Aufgabe ist. Was ist das? Auch nochmal ein Stück Darm oder so. Cool. Du hast nichts. Es gefällt mir hier ganz und gar nicht. Hätte ich vielleicht andersrum gehen sollen. Was? Was? Was war denn das? Ich habe nichts gesehen. Nur gehört. Oh, da ist doch was hinter. Okay, wir gehen erstmal hier rein. Geht nicht. Oh, ich will aber nicht so weit jetzt durchgehen. Ich will auch wissen, was auf der anderen Seite ist. Aber da müssen wir wahrscheinlich eh gleich durch, oder? Sonst muss ich zurückrennen. Ich will das unbedingt wissen. Ich will nichts auslassen. Aber ich denke mal, dass wir da nachher so oder so hin müssen. Oh Gott. Dieses Spiel. Links oder rechts? Ich gehe links rum. Okay, das war's. Ich glaube, sonst entscheidet sich der Mensch eigentlich mehr intuitiv, rechts lang zu gehen, oder? Hat man dafür nicht auch diese Blockaden, die aussehen wie Säulen, in irgendwelchen Stadien und so, dass bei einer Massenpanik nicht die ganze Masse aufeinander trifft, sondern die Leute drumherum gehen. Und weil die meisten Menschen sich dazu entscheiden, rechts rumzugehen, dann hat man so zwei Richtungen. Und die Leute kommen sich nicht in die Quere. Ja. Ich glaube, das ist so. So. Jetzt ist natürlich die Frage. Das sieht aus wie die Tür, die... Oh Gott. Ne. Zumachen. Zumachen erstmal. Erstmal die... Oh, die ist genauso dunkel. Ist da jemand hinter? Oh Gott, mach's wieder zu.
Und wieder auf. Kannst du irgendwas tun? Du willst einfach nur abspacken. Okay, wir lassen die Tür zu. Soll er da die ganze Zeit volles Brett laufen, wenn er möchte. Oh Mann. Oh Mann. Kann ich hier was... Oh ne, Batterien bitte nicht, bitte nicht. Boah. Was ist denn jetzt los? Oh, ich bin im Wasser. Ich will hier ganz schnell raus. Aus dem Wasser. Aber hurtig. Was ist denn? Geh doch auf die... So. Alles klar. Oh, es wird Zeit, die Batterien auszutauschen. Das mache ich, bevor ich hier weitergehe. Ich vertraue diesen Gängen nicht. Irgendwas ist ja bestimmt im Wasser gleich. Irgendein mutierter Fisch oder so. Der uns am Bein piekt. Ich renne mal, auch wenn es laut ist. Oh nö, ich muss hier... Oh nein, die Schreie, wo kommen die her? Wenn ich wenigstens mal Leuten helfen könnte, anstatt einfach nur dumm hier durch die Gegend zu laufen. Das wäre cool. Nee, nee, aus. Was war das? Oh, ich will irgendwas tun können. Das macht mich verrückt, dass ich nichts tun kann. So. Weg hier. Oh, was geht denn hier? Ab, was geht hier nur vor sich? Was ist... Was ist das? Ach, nur eine Textur. Ich dachte, ein Mann mit ganz vielen Scheren in den Händen steht da. Oh, das hätte mir jetzt ehrlich gesagt Angst gemacht. Aber wo muss ich denn lang? Kann ich nicht rennen? Doch, kann ich. Boah, ist das hier weitläufig. Oh, oh. Ich höre den. Ja, was mache ich denn jetzt? Kann mich nirgendwo verstecken. Oh Gott. Der kommt von da. Oh Gott. Weg. Renn weg. Oh nein. Sackgasse. Nein, 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 nein. 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 Oh, du kannst hier nicht rennen, oder? Renn. Nein, der ist zu schnell. Ah. Oh nein, mein Wasser ist leer. Nur noch ein kleiner Schluck drin. Soll ich doch lieber andersrum gehen? Zu den Frauen? Zu den Damen? Ja, irgendwie muss man das ja schaffen können. Okay, hier war nichts. Hier ist nichts passiert. Können wir durchrennen? Oder bin ich schon hier? Ach, ich bin schon hier! Er kommt von da. Also renne ich andersrum. Einfach wegrennen. Wegrennen und versuchen, irgendwo hinzukommen. Am Rand ist wahrscheinlich nichts. Ich muss wahrscheinlich irgendwie in die Mitte. Oh mein Shit. Oh Gott, da ist er. Oder? Hier lang. Ja, ja, ja. Und nun? Und nun? Oh Gott, der kann er hochspringen. Was? Was? Oh Gott, da lang. Ja, 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 ja. Oh, ich habe das beinahe nicht gesehen. Typ. Der Wallrider kommt. Werf die Kiste runter. Ah, nee, da kommt der noch besser hier hoch. Werf sie nicht runter. Achso, er kommt hoch. Okay, bleib da, Typ. Ich mach die Tür zu. Ich habe zu viel Angst. Was zum Teufel? Weg. Die Tür zu. Oh Gott. Bist du weg? Oh, das ist, der ist nicht mehr da. Schleichen. Oh Gott, ich will nicht die ganze Zeit schleichen. Das dauert zu lang. Hier können wir uns drin verkriechen. Ja, das können wir als Versteck nehmen. Solange er uns noch nicht gesehen hat. Wo ist der hin? Hä, hab ich schon langsam... Eine richtige Halluzination, oder? Oder hat der Typ sich jetzt nur versteckt?
Gucken wir mal hier hinter. Oh Gott. Ich glaube, ich bekomme Halluzinationen. Mail Ward, da lang. Und da ist aber... Wofür ist dieses Dingen? Wofür ist das? Dieser Bereich. Unnötig. Eine Verschwendung an Baustoffen. Obwohl, okay, vielleicht... Vielleicht ist das Fundament so besser. Okay, du hast einen Stock. Du bist auf jeden Fall böse. Lebst du? Boah, Leute, ihr tut mir echt leid. Das ist echt komisch. Außer jetzt, die uns töten wollen. Ganz vorsichtig. Und geschafft. Und geschafft. Das sind aber auch enge Gänge. Oh, nö. Immer noch nicht. Immer noch nicht da. Wer nimmt denn solche Gänge dahin? Ich meine, guck mal, das ist der offizielle Weg. Das Schild zeigt dir hin. So. Und dann führt der offizielle Weg durch eine Kanalisation voll Scheiße und Blut. Ich meine, wer denkt sich denn solche Wege aus? Dem Architekten nehmen sollte man mal... Oh Gott. Oh, er zeigt uns den Weg. Er ist wahrscheinlich ein Netter, oder? Ich meine, in der Zwangsjacke, das heißt, er kann keine Waffe führen und das macht ihn für mich schon zu einem Netten. Wo kommt die Welle her? Von mir. Oh nein. Oh nein. Zu den Schreien, ernsthaft? Oh, wieder sowas. Wer baut die ganzen Dinger hier hin? Das ist alles doch nicht... Hä? Was? Was war das? Okay, wir gucken erstmal weiter. Oh. Mein Gott. Was sagen die Notizen? Ich hätte nicht gedacht, dass die Kanalisation noch schlimmer riechen könnte. Hunderte von Leichen in einem Raum, tausende von Fliegen. Ist das der Weg nach draußen, von dem der Priester gesprochen hat? Hoffen wir es nicht, mein Freund. Boah. Ich will nicht sterben, um nach draußen zu können. Also, komm, ich hasse sowas. Solche... Nee. Ich meine, würde man lieber sterben oder quasi für immer überleben in dieser Welt? Gejagt und alles voller Verrückter nur. Schwierige Frage. Ich glaube, irgendwann würde einen auch der Mut und die Lust verlassen. Ah. Halt die linke Maus gedrückt und bewege dich. Gut. Ach, toll. Du bist das, oder? Der da vor mir gelaufen ist? Bist du mein Freund? Ich meine, wie... Was ist das denn für eine Zelle? Die Leute werden hier unter Bedingungen gehalten. Wie Vieh. Oh Gott. Wen Tang. Was soll das denn heißen? Dann Zunge? Ach so, da steht noch was drüber. Fingers first. Zuerst die Finger. Then Balls. Dann die Eier. Then Tang. Dann die Zunge. Okay, wahrscheinlich geht es darum, wie man jemanden gefoltert hat. Wir haben dazu eine Notiz gehabt. Je weiter ich fliehen möchte, desto tiefer dringe ich in diesen gottverdammten Ort ein. Es ist wie ein Kampf gegen eine Teergrube. In diesem Keller werden Leute gefoltert. Mit Methode. An der Wand steht geschrieben. Finger zuerst, dann die Eier, dann die Zunge. Hey, genau so habe ich das auch. Die Folter wird von jemandem angeleitet. Er gibt Anweisungen. Oh. Das gibt es doch nicht, ey. Wieso machen die sowas? Je mehr ich hier fahre, desto mehr Mitleid habe ich. Oder sind das einfach die Verrückten, die damit angefangen haben? Ich kann ja natürlich auch sein. Oh Gott. Schnell, wir machen das schnell davor. Kann ich nicht, oder? Nein! Ich kann das nur aufmachen. Kannst du knicken? Meine Neugierde siegt. Ich muss wissen, was dahinter ist. Okay. Wer hat geklopft?
geklopft. Ich sehe nichts mehr. Schauen wir erstmal, was hier noch war. Ach, okay, die ist aber verbarrikadiert, das sieht man. Okay, dann. Moment, habe ich... Waren hier nicht noch mehr Wege? Gehen wir erstmal hier lang. Irgendwo muss man ja zuerst lang gehen. Ich habe Schritte gehört. 100 Pro habe ich Schritte gehört. Zu? Okay. Ah. Damit bleibt uns ja nur noch eine Auswahl. Aber wir müssen hier lang. Ich muss nochmal zurück, Leute. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas übersehen. Vielleicht habe ich auch nichts übersehen. Aber irgendwo war doch... Ah ja, genau hier konnte man noch lang. Okay, damit hat sich das erledigt. Hätte ich eigentlich wissen sollen. Okay. Dann mal den Weg. Immer den vorgeschriebenen Weg. Und wer rumpelt hier so rum? Oh, da. Da ist gerade einer lang. Da ist gerade einer lang gegangen. Man hat es doch gehört. Oh Gott, hört ihr das? Oh, eine Batterie. Da ist doch wer. Hinter. Wer weiß, was gerade mit dem gemacht wurde. Oh mein Gott, das war bestimmt die... Wo die Schreie... Da kommen bestimmt die Schreier her. Guck dich mal an, wie das voller Blut ist. Darf nicht schlafen. Wernicke wartet draußen auf mich. Oh Mann. Schade, dass man das aber nicht... nicht öffnen kann, muss ich sagen. Hätte ich gerne... gerne gemacht. Oh Gott. Oh meine... Güte. Richtig präzise. Oh. Schauen wir uns mal an, was hier steht. Wahrscheinlich, was sie mit denen gemacht haben, oder? Krankenbericht von Rick Traeger. Dieser Patient hat es leider auch nicht geschafft. Ich habe mein Bestes gegeben, aber ich bin ja schließlich nur ein Doktor, kein Wunderwirker. Und ich bin noch ziemlich neu in diesem Geschäft. Ich lerne die ganzen Erstkniffe noch. What? Ich lerne die ganzen Kniffe erst noch. So müsste das. Wie auch immer, jemand muss schließlich das Fett von dieser Katastrophe namens Projekt Fall Rider wegschneiden. Wir haben viel Geld verloren, seit die Sache wegen diesem Billy gescheitert ist. Aber mir ist es gelungen, das Personal nun über 80 Leute zu reduzieren. Kurzfristig gesehen bedeutet das Ersparnisse bei den Gehältern und langfristig bei den Renten und den Kosten für die medizinische Versorgung. Und ich habe viel über Biologie gelernt. Ich war mir bisher nicht ganz sicher, aber jetzt kann ich mit absoluter Gewissheit bestätigen, dass ein Mensch ohne Niere nicht leben kann. Man lernt jeden Tag etwas Neues dazu. Was zum Teufel? Natürlich kann man ohne Niere nicht leben. Die sind wichtig, um das Blut zu reinigen und... Oh. Okay, ist eine wichtige... Naja. Gut, Leute. Ich beende damit auch diesen Part. Und wir, meine Freunde, sehen uns beim nächsten. Ich sag ciao und bis zum nächsten Mal. Und ihr wisst, worüber ich mich freue. Ihr wisst es. Wiedersehen.